Hi, in diesem Video möchte ich euch gerne ein paar Hinweise zur Handhabung der Lykophagen geben. Denn ich habe schon oft auf der Bühne gestanden und die haben einfach irgendwie nicht funktioniert und ich wusste nicht warum. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann so den richtigen Dreher raus hatte, um erfolgreich damit auf der Bühne zu stehen. Also, die Lykofackeln müssen auf jeden Fall in dieser Reihenfolge vorbereitet werden, sonst kann es passieren, dass einfach das Lyko drin stecken bleibt, dass Lampenöl reinläuft in die Lykofackeln und so weiter. Das kann zu einer Menge Probleme führen. Also, als erstes nehmt ihr euch ganz einfaches Toilettenpapier. Ich habe meistens 4 oder 5 Streifen genommen, ich nehme jetzt mal 4. Dann knüllt ihr das zusammen und stopft es hier oben rein. Richtig schön fest, so dass oben die Öffnung abgedichtet ist. Als nächstes schraubt ihr hier unten die Schraube auf und nehmt euch einen Trichter. So. Ich habe mir hier einfach einen aus einem Flyer gebaut. Und dann könnt ihr das Lampenöl hier oben, das Lykopodium hier oben reinfüllen. Am besten, ich würde euch empfehlen, vielleicht so eine ganz normale Tasse zu nehmen, einen Kaffeebecher oder so. Viel mehr muss da gar nicht rein. Tastet euch da ran, fangt einfach mit kleinen Schritten an. Und ich würde es auf jeden Fall vorher mal abmessen, dass ihr auf jeden Fall in beiden Fackeln genau gleich viel drin habt. Eine Tasse reicht für den Anfang vollkommen. Wenn das erledigt ist, schraubt hier oben die Schraube wieder rein. Und jetzt könnte das Lampenöl drauf. Ich mache das immer wirklich kurz vor der Show, so dass ich sicher sein kann, dass das Lykopodium drin kein Lampenöl gezogen hat. Dafür nehme ich mir meistens ein großes Behältnis und auch einen Becher, in dem ich Lampenöl drin habe. Ich habe sonst immer Kaffeebecher verwendet, jetzt habe ich mal eine Tasse. Und dann gieße ich das Lampenöl einfach so über die Mitte hier drüber und drehe die Fackel leicht dabei, bis ich sehe, dass das Lampenöl überall reingezogen ist. Jetzt ist die Fackel bereit. Bevor ihr sie anzündet, müsst ihr auf jeden Fall dran denken, hier oben den Pfropfen aufzuziehen. Und es kann manchmal helfen, die Fackel nochmal ein bisschen auf den Boden so aufzusetzen, dass tatsächlich das Lykopodium, was sich hier oben abgesetzt hat, aus die Löcher frei macht. Denn das Lykopodium kann sich wirklich nur richtig schön hier raus zerstäuben, wenn es schön luftig in der Fackel drin selber ist. Genau, sollte euch der Effekt zu klein sein, jetzt am Anfang gibt es hier oben noch eine Schraube. Kann man die sehen? Ja, jetzt kann man sie sehen. Die könnt ihr auch noch rausmachen und dann sollte noch ein bisschen mehr Lykopodium rauskommen. Also, ich wünsche euch viel Spaß damit. Passt ein bisschen auf den Wind auf, bei Wind sind die Dinger schon ein bisschen gefährlich. Auch eine Erfahrung, die ich schmerzlich machen musste, aber man sollte sie wirklich nicht gegen den Wind spielen. Das Lykopodium ist sehr flüchtig und da kann es schon mal sein, dass man plötzlich in einer Flammenwolke drin steht, die man eigentlich nicht an sich dran haben wollte. Gut, ich wünsche euch viel Spaß damit, bis bald.